Und bei mir, ich hätte eine gute Erfahrung dazu. Und es kommt drauf an, und es gibt Leute, die schlechte Erfahrungen bekommen. Und manchmal ist es stressig, weil du musst lange warten, und das ist nicht so gut. Muss man zuerst einen Termin oder im Internet gucken oder eine E-Mail schreiben, einen Termin zu vereinbaren. Es kann auch sein, dass so also manchmal, wenn die Person hier nach Deutschland, also im Freiwilligendienst, also zu machen oder was weiß ich, also Au pair, also man hat also eine Unterstützung, also von der Familie oder von der Ansprechpartner, wo man also ist, also in dieser Organisation. Und von daher, es konnte ein bisschen leichter sein, dass also man hat also die Person dann, okay, die kümmert sich um einen Termin und so, und die zeigt alles, so wie eine Ausländerbehörde, also. Mhm.